Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, eventuell habt ihr einen kleinen Zeitsprung gemerkt. Ich habe meine letzte Aufnahmesession, die so knapp eine Stunde ging, leider verkackt. Und zwar habe ich mein Mikrofon nicht angeschlossen oder mein Mikrofon wurde auf jeden Fall nicht aufgenommen. Das heißt, 40 Minuten Aufnahme waren für die Tonne. Aber das Gute, die positive Nachricht dahinter, ihr habt nichts wirklich Wichtiges verpasst. Wir haben weiterhin unser Tischlereiskill so ein bisschen aufgelevelt. Wir sind auch tatsächlich jetzt auf Level 5, beziehungsweise Stufe 5. Und sind jetzt für Stufe 6 auf knapp 1100 Erfahrungspunkten. Uns fehlen jetzt noch ungefähr 2000 Erfahrungspunkte, dann sind wir auf Level 7. Und das hatte ich in dem Video eigentlich gesagt, ich möchte jetzt wirklich darauf hinzielen, irgendwann eine Treppe zu bauen, weil für die Treppe brauchen wir, ja, Tischlereifähigkeit 6, wir sind gerade 5. Und wenn wir die Treppe bauen können, das ermöglicht uns ein paar mehr Möglichkeiten. Doppelt gemoppelt. Wir können dann nämlich mehrstöckig bauen und unter anderem auch unser Waschbecken, was wir in der Küche haben, mit Rohren verbinden und einer Regentonne. Dabei muss aber die Regentonne ein Stockwerk über dem Waschbecken liegen. Ne? Also hier ist das Waschbecken, da muss ich ein Stockwerk hochbauen, also mit der Treppe dann, und dann einen Boden, glaube ich, neben dem, also ein über neben dem Waschbecken bauen, platzieren und dann die Regentonne da platzieren. Und dann können wir das mit Rohren und einem Schraubenschlüssel oder Rohrzange verbinden. Und dann können wir Wasser außer Leitung ziehen und müssen nicht immer rausgehen zur Regentonne. Das wird auf jeden Fall mega. Das ist das nächste Ziel, worauf ich hinarbeite. Dafür brauchen wir Tischlereiskill und ich würde sagen, in der Folge grinden wir einfach weiter mit dem Tischlereiskill. Wir haben hier, das war auch ein Tipp in den Kommentaren und ein Hinweis, also auch vielen Dank nochmal dafür, für die, ja, nicht nur Tipps und Tricks in den Kommentaren, sondern auch allgemein für die Kommentare und für die Likes. Ich habe die ganzen Wände hier mal repariert in den letzten Folgen. Ey, die waren ja von den Zombies zerstört worden und ich habe hier alle verbessert und hochgezogen wieder die Wände. Und hier hinten haben wir im Prinzip nicht wirklich weitergemacht. Dadurch sind wir dann, wie gesagt, auf Tischlereifähigkeit 5 gekommen. Und wir machen jetzt einfach weiter. Wir haben ja in unserem Rucksack unsere Axt. Die rüsten wir mal beidhändig aus. Und ja, dann würde ich sagen, fällen wir aber ein paar Bäume. Wobei, wir könnten natürlich auch, vielleicht machen wir das eher, ich habe mich mal so ein bisschen schlau gelesen. Wir können natürlich hier weiterarbeiten, was ich im letzten Video, was ihr jetzt nicht sehen könnt, gemacht habe. Ich habe, das war ganz dumm, ich habe wirklich ganz stumpf Holzwandrahmen aufgebaut und abgebaut, weil ich habe gemerkt, das Abbauen, das bringt richtig fett Erfahrungspunkte. Also Abbauen bringt mehr Erfahrungspunkte auf jeden Fall als das Aufbauen. Deswegen würde ich gerne meine Axt einfach mal zurücklassen und einfach nur mit Schraubenzieher, Säge und Hammer mal ein paar Gegenden durchsuchen und da die ganzen Türen abbauen. Wir haben ja so Betten, das haben wir ja gemacht, Betten abbauen und sowas, und wirklich das Abbauen bringt am meisten Erfahrungspunkte gefühlt. Wir haben im letzten Video, wie gesagt, sehr, sehr viel abgebaut und dadurch viele Erfahrungspunkte generiert. Ich glaube, das ist am effektivsten, bin ich der Meinung. Deswegen machen wir das jetzt so. Wir gehen dafür mal hier unten die Wohnung entlang. Da waren wir nicht, wir waren letztes Mal oben. Was halt ein Fehler sein kann, was ich jetzt gemacht habe, ich habe keine Nahkampfwaffe mitgenommen. Wir haben nur ein Jagdmesser und einen Bogen, den wir uns auch in der Folge, die ist auch übrigens online, wir haben uns einen Bogen gecraftet mit ein paar Pfeilen. Da können wir die Zombies auf jeden Fall mit erledigen. Und ein Jagdmesser. Ich hoffe, das reicht erstmal aus. Ansonsten müssen wir uns hier irgendwie in den Häuslichkeiten was suchen. Aber ich habe jetzt so wenig mitgenommen wie möglich, auch keine Nahrung. Hier sollte eigentlich soweit alles weggelootet sein. Dann würde ich einfach anfangen mit Türen abbauen. Türen abbauen, wirklich das Beste, was du machen kannst. Ich kann es ja einmal zeigen. Fähigkeit ist aktuell 1145 circa. Und wenn wir damit fertig sind, dann sind wir bei 1186, also das sind wirklich fast 40 Erfahrungspunkte mehr. Und wir können, ja, hier diesen Türrahmen können wir leider nicht abbauen. So ein Türrahmen abbauen hat tatsächlich, glaube ich, über 100 gebracht. Also ein selbstgemachter Türrahmen. Und deswegen meine ich, also wirklich abbauen ist gefühlt effektiver als,
aufbauen. Das packen wir mal alles auf den Boden und die ganzen Regale bauen wir auch einfach mal ab. Bringt meiner Meinung nach auch alles sehr, sehr viel Erfahrungspunkte. Und wie gesagt, wir brauchen nur noch ein Erfahrungsskill. Dann sind wir auf 7 und dann können wir die Treppe bauen. Und mit der Treppe, wie gesagt, da können wir wirklich sehr, sehr viel machen. Haben wir hier schon alles weg. Nein, hier ist so ein Teddybär drin, der kann weg. Dann bauen wir mal den kompletten Schrank ab. Und da bin ich mal gespannt. Mit der Treppe können wir wirklich sehr, sehr viel machen. Wir können zweistöckig, dreistöckig bauen. Da bin ich echt mega gespannt. Ob wir es brauchen, keine Ahnung. Aber wir können so auf jeden Fall unser Waschbecken mit einer Regentonne verbinden. Das muss ich mir auch nochmal genau anschauen, wie es geht. Das wurde mir in den Kommentaren nicht verraten. Das soll ich mal selber herausfinden. Ist auch okay, kriege ich irgendwie hin. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann sein wird. Es ist jetzt natürlich, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt im Spiel, wo wir halt nicht wirklich viel Neues mehr entdecken. Wir haben unsere Base, die ist auch meiner Meinung nach sicher. Man kann natürlich alles sicherer machen und so weiter, aber ich glaube, der nächste Schritt, der auch neu sein wird, auch für mich, ist jetzt tatsächlich der Winter und wie wir da klarkommen. Weil im Winter ist es ja schwieriger, glaube ich, also man kann trotzdem farmen, aber es ist schwieriger, weil Schnee nicht gleich Wasser ist. Deswegen muss man sich selber um das Bewässern kümmern, was dann ein bisschen schwieriger sein wird. Ich denke mal, im Winter ist, glaube ich, das Jagen bzw. Fallenstellen eher angebracht. Muss mal gucken. Also ich bin auf den Winter mega gespannt. So, wir haben die Hälfte geschafft, 1500. Wir gehen mal zu dieser Hütte. Es sind hier wirklich sehr, sehr wenig Zombies. Ne? Ich glaube, wir sind wirklich an so einem Punkt angelangt. Wir sind hier wirklich safe. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass uns jetzt irgendwie noch Zombies in Gefahr bringen können. Es sei denn, es kommt nochmal wirklich so ein Helikopter-Event, der hier Massen anlockt. Aber, mal gucken. So, hier diesen Bücherregal auch einmal. Das kann alles auf dem Boden. Perfekt. Kann man so einen Fernseher eigentlich auch abbauen? Nee, ne? Tatsächlich. Kriegen wir denn auch Tischlereifähigkeit? Oder kriegen wir da nur Elektrikfähigkeit? Machen wir mal. Weil Elektrikfähigkeit ist ja auch wichtig. Gucken mal. Wir haben 1666 und Elektrik haben wir 73. Mal gucken, was das alles bringt. Hat auf jeden Fall Elektrik gebracht, aber keine Tischlereifähigkeit. Also Fernseher abbauen bringt nur Elektrikfähigkeit. Okay, dann hier einfach mal die ganzen Türen abbauen. Man könnte natürlich überlegen, diese ganzen Türklinken und so mitzunehmen. Aber ist jetzt erstmal nicht Ziel. Das ist halt stumpfes Gegrinde. Aufbauen, abbauen. Ich sag's immer wieder, ich denke immer, das ist für euch langweilig. Aber ich habe viele Kommentare gelesen oder einige Kommentare von euch, wo ihr gesagt habt, ihr schaut gerne beim Arbeiten zu. Dann, gerne. Bitte, dann mache ich doch so weiter wie bisher, dass ihr mir einfach zuschaut. Von einem habe ich sogar gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass er sich vorm Einschlafen das auch so anschaut. Wahrscheinlich, keine Ahnung, ASMR-like, die Geräusche hier, ob das entspannt ist, was weiß ich. Schaut zu, wenn es euch gefällt, umso besser für mich. So, dann brauche ich mir keine Sorgen machen, dass das hier zu langweilig ist. So, Lampe bauen wir auch ab, auch wenn das jetzt nur Elektrikfähigkeit bringt. Das kann alles weg. Und auf jeden Fall das Bett abbauen. Das bringt, glaube ich, auch mit am meisten. Huch. So. Perfekt. Es fehlt nicht mehr viel. Nur noch 1000 Erfahrungspunkte. Also wir haben übrigens auch in einem der letzten Videos das Buch komplett durchgelesen. Das Tischlereiband 3, glaube ich, ist es. Das heißt, wir können wirklich, wir haben jetzt den maximalsten Multiplikator. Deswegen generieren wir auch sehr, sehr viele Erfahrungspunkte. So, wir werden langsam hungrig. Vielleicht finden wir hier irgendwie was zu essen. Das sieht aber nicht so aus. Verrotteter Mais.
Ja. Können wir eigentlich sowas hier auch abbauen? Nee, da brauchen wir Schweißkolben. Okay, haben wir nicht. So, aber hier diesen Tisch können wir abbauen. So, hier sind schon die Zombies, die zu Skeletten werden. Ach du Scheiße. Ich würde mal gerne meinen Bogen ausprobieren. Rüsten wir unseren Bogen aus. Da ist auch nur ein Zombie, glaube ich, jetzt, den ich gesehen habe. Vielleicht können wir den irgendwie ranlocken. Ja, mal gucken, wie stark der Bogen ist. Okay, das war daneben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen das Zielen üben. Das war auch daneben. Okay, wir müssen aufpassen. Der war nicht daneben, aber nicht effektiv. Okay, gefährlich. Okay, also so ein Bogen ist anscheinend doch nicht so geil. Rüsten mal das Jagdmesser aus. Wir können aber die Pfeile eigentlich wieder genau aufsammeln. Also nicht eigentlich, können wir sogar. Jetzt haben wir aber trotzdem sehr, sehr viele Pfeile daneben gehauen. Ja, scheiße, obwohl ich dachte, wir hätten die Zielfähigkeit ein bisschen erhöht. Aber ich glaube, der Bogen hat nochmal seinen eigenen Crafting- oder Skillbaum. Skilltree. Der ist auch neu dazugekommen durch die Mod. Genau, Archery Skill. Da sind wir komplett null. Jetzt haben wir sogar drei. Wow. ja, hat es ja voll gebracht, jetzt diesen Bogen zu bauen. Okay. Wir machen einfach weiter. Kfz Band 1 haben wir durchgelesen. Hier ist nichts in der Kiste. Dann machen wir einfach hier mal weiter mit dem Abbauen. Okay, wie viel fehlt uns? Fehlt uns nicht mehr viel, nicht mehr viel. Wie viel sind denn das noch? Ja, okay, es sind noch 500 Erfahrungspunkte ungefähr. Roundabout. Aber das sollten wir hinkriegen. Das geht doch relativ schnell. Was ist das hier? Eine Waschmaschine. Okay. Ein Regenwurm in der Waschmaschine. Sehr geil. Und wir werden wirklich jetzt schon sehr, sehr hungrig langsam. Vielleicht finden wir hier mit etwas Glück was zu essen. Hier ist ein Topf mit Suppe, okay, der ist aber verrottet. Hundefutter, nein, danke. Ja, vielleicht hätten wir doch was zu essen mitnehmen sollen. Wir finden gerade nichts zu essen, das ist nicht so geil. Vielleicht in einer anderen Hütte. Mal gucken. Wir ziehen gleich weiter. Können wir hier aber aus dem Waschbecken vielleicht, genau, unsere Wasserflasche einmal befüllen? Ja, gut, hier ist sogar Antidepressiva irgendwo. Okay, auf dem Boden. Komm, nehmen wir mal mit, warum nicht? Haben wir, glaube ich, schon, aber ja, why not? Okay, dann ab zur nächsten Hütte. Na, jetzt kommen hier langsam auch die Zombies wieder. Wir müssen aufpassen. Okay, hier ist ein Kabel. Ich weiß nicht, was man mit einem Kabel machen kann. Ein Radio herstellen, Handfunkgerät. Glaube ich, alles nicht so relevant. Komm, wir bauen einfach mal den Fernseher hier ab. Vielleicht kriegen wir dann hier einen Electric Skill. Wir sind ja aktuell bei Elektronik, glaube ich, 1 hatten wir gesagt, ne? Genau. Und wir sind sogar bald auf 2. Ich weiß nicht, was wir mit Elektronikfähigkeit machen können, genau. Müssen wir mal gleich schauen. Ja, schaffen wir das noch abzubauen, bevor der Zombie kommt? Ja. Okay, wenn das Jagdmesser jetzt hier seinen Geist aufgibt, dann habe ich ein Problem. Okay, so, haben wir wieder ausrüsten und dann bauen wir hier weiter ab. Sehr gut. Nahrungssuche Band 4. Weiß ich nicht, ob ich den habe. Nehmen wir mal erstmal mit. Wir haben sehr, sehr viele Bücher. Ich habe keine Ahnung, was wir haben und was nicht. Zombies hören das, die kommen hier langsam. Vielleicht sollten wir mal nur mal kurz schauen, ob wir hier was zu essen finden. Dose mit Tomaten, die nehmen wir auf jeden Fall. Oh, wir können die nicht öffnen. Haben wir, oh, wir haben keinen Dosenöffner mit. Shit, wir haben keinen Dosenöffner mit. Das ist doof. Hier ist eine Wasserflasche. Aber haben wir eigentlich erstmal genug?
Verdammt, wir haben kein Dosenjägermagazin. Haben wir, glaube ich, ja, haben wir schon gelesen. Das ist jetzt doof. Wir haben keinen Dosenöffner. Das Bett können wir auf jeden Fall einmal abbauen. Okay, da sind Zombies reingekommen. Einer zumindest. Perfekt. Ich glaube, ja, nehmen wir es noch heile. Ich dachte, wäre kaputt. Perfekt. Okay, wir haben leider keinen Dosenöffner. Das ist schlecht. Ich bin ein bisschen doof, habe ich nicht mitgenommen. Aber wir werden bald wieder zurückkehren. Ich mache auf jeden Fall nur so lange weiter, bis wir jetzt den Skill aufgelevelt haben. Das sollten wir bald geschafft haben. Nur noch knapp 200 Erfahrungspunkte. Ich glaube, das sind ja, zwei, drei Sachen noch und dann haben wir es. Also eine Hütte sollte jetzt ausreichen. Das ist sogar unsere Starthütte vom Anfang unseres Let's Plays gewesen. Wer sich noch erinnert, wie kommt der hier rein? Okay. Wieso sind hier so viele Zombies drin? Ne? Das war eigentlich mein Safehouse. Sehr gut. Okay, wir bauen auf jeden Fall diesen Fernseher einmal ab. Wie viele sind da? Zwei. Oh, wir haben... Scheiße, ich bin gerade mit einem Schraubenzieher unterwegs. Aber geht auch, guck mal. Geht auch. Sehr gut. Elektronikschrott, nehmen wir mit. Ist wichtig. Okay, okay. Haben wir hier noch Nahrung übrig gelassen? Für alle Fälle. Ja, aber leider ohne Dosenöffner. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Wir bauen mal hier diese Tische ab. Gleich kommen sie rein. Ich rüste mal fix mein Messer aus. Jagdmesser. Geht bald kaputt. Hält nicht mehr lange. Okay, er hat das Messer jetzt nicht ausgerüstet, aber hat auch so geklappt. Jägermagazin 3 haben wir. Das kann weg. Das bauen wir auch einmal ab. Perfekt. Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel, Jungs und Mädels. Das Bett nur noch und dann bin ich der Meinung, haben wir es geschafft. Jawohl, wir haben Tischlereifähigkeit 7 erreicht. Sehr, sehr gut. Und wir können jetzt tatsächlich Treppen bauen. Und das ermöglicht uns sehr, sehr viele Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten. Sehr, sehr gut. Das freut mich, das freut mich. Ich mache mich auf jeden Fall jetzt auf den Weg zurück zur Base. Dann esse ich was und mal gucken, ob wir das dann am nächsten Tag angehen und in der nächsten Folge auf jeden Fall auch. In dieser Folge machen wir es nicht mehr. Dass wir dann eine Treppe bauen, einen zweiten Geschoss machen in unserer Base und dann unser Waschbecken mit einer Regentonne verbinden. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt eigentlich die höherstufige Regentonne bauen? Wo waren die nochmal? Unter Möbel, ne? Regentonne, wir könnten... Nee, erst ab Level 7. Schade. Aber egal, wir können die, ich sag mal, schlechtere Regentonne bauen. Das ist, glaube ich, okay. Das Auto, war das... Wir haben dafür einen Schlüssel für das Auto. Ist das eigentlich gut intakt? Schauen wir nochmal schnell an. Das Auto wäre noch relativ gut intakt. Können wir auch überlegen mitzunehmen. Aber wir gehen erstmal weiter. Was brauchen wir? Wir brauchen jetzt 4500 Erfahrungspunkte. Holy shit, das ist eine Menge. Aber wenn wir jetzt anfangen, wirklich Treppen zu bauen, Böden zu bauen, dann geht das vielleicht alles ein bisschen schneller. Und wir müssen, glaube ich, jetzt ein neues Buch lesen. Ich glaube, wir brauchen jetzt tatsächlich schon, wir sehen es nämlich an den Pfeilen, wir haben keinen Multiplikator mehr. Wir brauchen jetzt den Tischlereiband Nummer 3, bin ich der Meinung. Und den haben wir nicht. Den haben wir tatsächlich nicht. Ich guck mal, Tischlereiband, Fallenstellenband, nein, wir haben Tischlereiband 2 und 1 und die sind, oder 2, können wir 2 lesen? Oder ist das zu billig für uns? Ja, das ist zu überholt, das ist zu billig. Wir brauchen Tischlereiband 3 unbedingt. Oh Mann,
da bin ich gespannt, ob wir das irgendwo finden. In der Bücherei, ne? Es sei denn, wir gehen nochmal zur Bücherei. Können wir mal überlegen, eventuell demnächst mal wieder zur Bücherei zu gehen, aber ja. Wir öffnen mal erstmal diese Tomatenlose und essen die immer komplett auf. Ich weiß gar nicht, wo unser Dosenöffner ist. Die leere Blechdose. Wir haben eine Glühbirne weiß. Okay, die packen wir mal alle hier. Ja, ich glaube, das passt noch hier rein. Sehr gut. Elektronikschrott haben wir eigentlich auch mitgenommen. Das kam, ich glaube, hier irgendwo, ne? Oh, hier haben wir die Glühbirnen. Elektronikschrott. Wo haben wir Elektronikschrott? Ist hier, ne? Packen wir einfach mal hier mit rein. Wir haben alles gemischt. Wir haben nicht sortiert. Nicht gut. Oder haben wir hier Elektronikschrott? Ne, hier haben wir noch gar nichts. Okay, ich würde sagen an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs dabei sein. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann wirklich angehen, Treppen zu bauen und unser Waschbecken irgendwie zu verbinden. Ich hoffe, das kriegen wir schon hin. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.